Einen Titel können Sie anpassen, also den Text oder auch die grafischen Elemente, indem Sie auf den Titel in der Timeline einfach mit der linken Maustaste doppelt klicken und Sie gelangen dann in den sogenannten Titel-Editor. Dieser Titel-Editor ist wie folgt aufgebaut. Auf der linken Seite haben Sie eine kleine Ansicht der Bibliothek. Hier können Sie zum Beispiel auch Fotos oder Videosequenzen direkt in den Titelbereich hinzufügen. Also das heißt, Sie haben hier die gleiche Funktionalität der Bibliothek, wie Sie dies auch in der Timeline kennen. Sie sehen, das ist zum Beispiel ein Foto, das ich dann später in diesen Titel hineinziehen kann, zum Beispiel als Hintergrund oder einfach als grafisches Element. In der Mitte sehen Sie einen Bereich, wo Sie Ihre Elemente anordnen können, zum Beispiel ein Textelement. Ihr Text hier können Sie natürlich individuell anpassen. In diesem Bereich können Sie, wie gesagt, Fotos, Videos oder andere grafische Elemente und Textelemente beliebig platzieren. Diese Linien bedeuten einfach, das ist ein bildsicherer Bereich, der auf jedem Fernsehgerät sicher angezeigt werden kann. Wenn Sie einen Text außerhalb dieses Rahmens schreiben, dann kann es passieren, dass auf älteren Fernsehgeräten mit Mattscheiben ein gewisser Teil dann vom Text abgeschnitten ist. Auf der rechten Seite haben Sie Einstellungen zum Text, zum Beispiel können Sie hier den Text ändern. Sie können fett, kursiv, unterstrichen, die Schriftart ändern. Das sind alle Schriftarten ausgewählt oder verfügbar, die Sie auch auf Ihrem PC installiert haben. Weitere Schriftarten können Sie in Windows einfach nachinstallieren und diese sind dann später hier verfügbar. Dann gibt es Einstellungen zum sogenannten Look, also zum Beispiel der Vordergrundfarbe, Umrandung, Schattierung und so weiter. Dann gibt es weitere Einstellungen für den Hintergrund oder auch 3D, also stereoskopische Einstellungen. Jeder Titel hat eine gewisse Länge und weil Sie auch Elemente animieren können in einem Titel, haben Sie hier unten eine kleine Timeline, auf der Sie eben wie gesagt zum Beispiel dieses Textelement platzieren können oder auch zum Beispiel eben so ein Foto. Ich ziehe hier einfach einmal ein Foto in diesen Titelbereich und Sie sehen jetzt, es hat mir eine neue Ebene für dieses Element gegeben und ich kann dann auf dieser kleinen Timeline dieses Element leicht animieren lassen. Ich lösche dieses Element einfach mit der Entfernen-Taste weg. Im oberen Bereich haben Sie Looks-Vorlagen, also das sind zum Beispiel Standard-Aussehen eines Titels. Da können Sie aus Vorlagen wählen. Da ist zum Beispiel die Farbe angegeben, eine Schattierung und so weiter, die Sie direkt für Ihren Text übernehmen können. Und wenn ich jetzt einfach mit der Maus auf einen dieser Looks fahre, sehen Sie jeweils immer, wie sich dieses Textelement entsprechend anpasst. Hier sind unterschiedliche Schattierungen enthalten, Umrisse und so weiter. Unter Motions können Sie Ihren Text auch animieren lassen. Also wenn ich diesen Titel einmal abspiele mit dieser gewählten Länge, dann sehen Sie, dass dieser Text eben statisch ist. Und unter Bewegungen können Sie sagen, wie dieser Text erscheinen soll, wie dieser angezeigt werden soll oder wie dieser Text auch wieder verschwindet. Also ein kleines Beispiel dazu. Ich möchte zum Beispiel, dass die Buchstaben erscheinen, jetzt wie geschrieben mit einer Schreibmaschine, zum Beispiel so etwas. Das können Sie dann über die sogenannten Motions tun. Weiter haben Sie vielleicht gesehen, ich verlasse einmal diesen Titel-Editor mit einem Klick auf OK und dabei werden alle Änderungen übernommen, dass sich dieser Titeltext eigentlich über dem Video befindet. Wenn ich jetzt also diese Playline etwas nach rechts verschiebe, sehen Sie ja im Hintergrund da diese Situation. Wenn ich jetzt diesen Titel-Editor öffne, dann sehen Sie im Hintergrund einfach eine schwarze Fläche und nicht das Video. Das können Sie über diese Schaltfläche Solo steuern. Soll jetzt eben dieser Titel Solo, also alleine, angezeigt werden und mit einem Klick auf dieses Solo sehen Sie dann den Text, so wie dieser später im Film tatsächlich zu sehen sein wird, also mit der Videosequenz im Hintergrund. Es kann einfach sein, je nachdem welches Videomaterial oder welche Effekte Sie bereits schon angewendet haben, dass dieser Solo-Modus natürlich etwas mehr Leistung vom PC abverlangt und eine Vorschau dann vielleicht nicht so flüssig vonstatten geht und das Video oder vielleicht auch der Text etwas ruckelt. Und die Solo-Funktion hat auch noch einen anderen Effekt. Sie können sich hier komplett auf den Text, die Textverarbeitung und so weiter konzentrieren und eigentlich erst in einem späteren Schritt dann beurteilen,
wo dieses Textelement genau platziert sein soll und so weiter. Also wenn Sie jetzt sehen, ah, da ist es genau über diesem Storch, dann möchten Sie diesen Titel vielleicht lieber hier unten rechts anzeigen lassen. Weiter können Sie diese Umrandungen ein- und ausschalten mit diesem Symbol, falls Sie diese Linien stören. Das Fadenkreuz und auch diese Symbole zeigen Ihnen allerdings Hilfen an, wo eben die Mitte dieses Textes oder auch des Titels ist, um eben die Elemente besser zu platzieren. Des Weiteren haben Sie hier unterschiedliche Symbole, zum Beispiel um weitere Textebenen hinzuzufügen, die Elemente zu gruppieren und auszurichten und so weiter. Hier sehen Sie auch, wie lange dieser Titel dauert. Da könnten Sie zum Beispiel numerisch über die Tastatur eine andere Länge eingeben oder Sie verändern die Länge dann auf der Timeline. Mit einem Klick auf Abbrechen gehen Sie zurück, also Sie übernehmen dann die Änderungen, die Sie jetzt vorgenommen haben, nicht. Und wenn Sie auf OK klicken, dann werden die Änderungen übernommen und Sie gelangen wieder zurück auf Ihre Timeline.